Okay, also Wildkatzendorf Hütscheroda. Hütscheroda, meine Güte. Gut. Wo meinst du, muss man langlaufen? Da. Wo steht das mit den 400 Metern? Da. Aha. Gut. Hoffen wir das Beste. Gut. Heilende Kräfte werden den Bären auch nachgesagt. Bärenkräfte. Solange genug Licht auf den Waldboden gelangt, saugt der Bärlauch die Energie der Sonnenstrahlen in seine Wurzeln und das jedes Frühjahr aufs Neue. Förster Rüdiger Biel liebt diese Vogelperspektive. So oft er kann, steigt er hinauf und genießt in 20 Metern Höhe die Ruhe am Morgen. Schon sein Vater und Großvater waren Förster, doch Rüdiger Biel ist der Erste, der in einem Nationalpark arbeitet. Besonders sein Großvater hätte sich wohl kaum vorstellen können, dass man den Wald sich selbst überlässt. Für Generationen lieferte er Nahrung. Okay, ich glaube, man sieht irgendwas. Also, da in der Nähe von Wächtersbach, da wo es rot ist, gibt es noch Wildkatzen und wo es grün ist, potenziell Wildkatzen. Genau. Also, in den Wäldern nach Wildkatzen Ausschau halten. So, da haben wir mal eine. Hallo, komisch Katze. Hey, guck mal her. Nicht weglaufen. Na ja, aber immerhin, jetzt haben wir mal eine Wildkatze gesehen. Aha, ich glaube, das sieht man sogar im Zoom. Die Führungsreise. Ja, ja, die machen jetzt das Futter. Was haben die? Ach ja, damit sie nicht ausbrechen, meinst du? Ja. Ah, naja, das ist nicht so einfach. Die könnten das schaffen. Ja. Boah, ist doch ganz gut gemacht. Ja, stimmt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die an Futter kriegen. Lebende Mäuse. Meinst du echt? Glaube ich nicht. Da kriegen die doch total Ärger, wenn die echte Mäuse verfüttern, oder? Also verfüttert werden bei uns Küken, Mäuse und Rinderherz. Da wir aber nicht lebend verfüttern dürfen, laut Tierschutzgesetz, gibt es das Ganze von uns totgereicht. Und der Carlo kriegt jetzt als erstes von mir einen Küken. Das mache ich sozusagen ein bisschen zum Selbstschutz, weil er keinen großen Unterschied macht zwischen meiner Hand und dem Fleisch, dass ich dann gleich aufs Holzbrot auslege. Und damit ich nicht Gefahr laufe, doch die Krallen oder die Zähne in der Hand zu haben, kriegt er erst das Küken, damit läuft er kurz weg und frisst das. Und dann kommt er aber gleich wieder raus und holt sich dann auch den Rest. Einmal noch. Wie viel Mal werden die am Tag gefüttert? Dreimal. Dreimal. Genau, die bekommen dreimal am Tag was zu fressen und von der Menge her sind es 500 Gramm. Und wo bekommen Sie sowas her? Von Großhändlern. Alles schon tot. Auch nicht hier und hier. Einfach weil wir selber nicht schaffen würden, von der Menge her die ganzen Tiere auch zu züchten. Ich habe noch bessere Aussicht. Jetzt sieht man auch noch mal gut die Merkmale der Wildkatze. Also ein typisches Merkmal ist vor allem der richtig dicke, buschige Schwanz, den sie hinten dran haben. Am Schwanz
Band selber haben so 2 bis 5 Ringe, je nachdem, wie stark das im Fellmuster ausgeprägt ist. Und typisch ist auch immer eine schwarze Schwanzspitze am Ende. Das gibt sich nicht. Die Jacke hätte man gar nicht ertragen. Wenn er nicht selten eher blass und verwaschen aussieht und kein richtiges Tigermuster, wie man so meistens von der Hauskatze her kennt. Große Beutelsachen werden meistens verschleppt, einfach es könnte ja theoretisch ein Fressfeind kommen und könnte die Beute wegnehmen. Wobei ich aber ganz fest dran glaube, dass der Oscar nachher sowieso zu faul ist, um das wegzuschleppen, also der wird es höchstwahrscheinlich vor unseren Augen fressen. Genau, wenn er darüber marschiert, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich spricht er wieder von unten drauf und fertig. Der geht da rum wahrscheinlich. Was? Der geht da wohl rum, ne? Ja. Was ist denn die Beißerchen? Nicht schon. Aha. Cool, ich muss mir mal angucken. Was gibt's denn da zu gucken? Der Grund des Teichs. Der Grund des Teichs? Ja, Lichtklasse. Ach so, das ist ein Spiegel oder was? Ja. Okay, muss ich mal gucken. Kann man das vielleicht auch hier gucken? Man weiß es nicht. Kleine Gebilde, ähnlich eines kurzen Zweifels. Was? Kleine Gebilde? Das sind Köcherfliegenlarven. Aha. Und was gibt es da noch zu gucken? Mit nur Köcherfliegenlarven. Okay. Oder Libellenlarven. Da gibt es Enten zu gucken. Mit Entengrütze. Entengrütze zu gucken? Ja, das ist doch alles Entengrütze da auf dem Teich. Stimmt. Oder nicht? Ja. Hier, also hier kann man jede Menge Entengrütze begucken. Gut. Okay, also. Dies ist jedenfalls nicht der dickste Baum Deutschlands, sondern das ist die Riesenlinde bei Herde im Emsland mit 6 Meter Stammdurchmesser. Die hat hier 5,5 Meter. Nee, falsch. 1,75 Meter. Umfang. Ich meine ja auch Umfang. Der andere hat aber Ach so, der Durchmesser, genau. Ach, der hat ja nur, ach Gottchen, der hat ja nur 1,75 Meter Durchmesser. Also besonders dick ist der hier überhaupt noch nicht. Aber immerhin eine Eiche, ne? Ja. Gut, wir haben die Hälfte verstanden, oder wie? Vielleicht, wenn ich hier rumgehen, hier glaube. Wackelt so ein bisschen, oder? Ja, da müssen wir auch noch hoch. Ach ja, ach du Schande. Ah ja. Was? Die stöhnen hier schon. Hast du gesagt, 500 Meter ist nicht viel. Hier, nimmst du mal. Okay, dann kann ich jetzt mich hier mal runterfilmen. Oh, ist das hoch. Ach ja. Nix für Leute mit Höhenangst. Nee. Weiß nicht. Ich habe auf den roten Knopf gedrückt. Hast du den schon?
Nee.